Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf der wilden Zugfahrt von Resident Evil 6. Und wir müssen jetzt mal, denke ich, schnell vorwärts rücken, Er darf nicht entkommen. Sonst entkommt er uns da vorne und nicht. Wird er nicht. Wir beenden das jetzt. Wir machen ihn jetzt fertig. Achso, ja, und Naru ist natürlich auch dabei. Und natürlich der Reaper. Überhaupt nicht vorgestellt so. Ja, was denn? Das ist hier gerade sehr kritischer Augenblick. Wir müssen hier schnell handeln. Wir kriegen sie, Munition. Was, woher? Da lag Munition und hier ist rotes Kraut. Dann kann ich dich mitnehmen, verdammt. Wieso kann ich das nicht mitnehmen? Weil dein Menü voll ist. Meins auch, im Übrigen. Ja, meins ist mega voll. Einfach mal. Ja, nee, ich wollte das eigentlich mitnehmen. Willst du dafür irgendwas wegtun? Ja, bin schon dabei. Ah, du musst mich hier hochwerfen. So, rotes Kraut habe ich mitgenommen. Ich habe die Brandgranaten weggeschmissen. Wo? Genau hier. Hüpf. Ja, ich darf dich endlich mal hochziehen. Ja, perfekte Aussicht. Ab in Ausschnitt. Hey, da war's. Ja. Geben Sie auf, Simmons. Ist die Frage, das welche? Spiel ist aus. Zumindest nicht die, die uns geholfen hat, denke ich. Ja, das war die. Sie verfolgen mich, während diese Frau frei herumläuft. Welche Frau? Die Verräterin Ada Wong. Wer weiß, was sie noch vorhat. Ein anderes Team sucht sie. Sie aber, Simmons. Sie gehören uns. Rache nehmen für den Präsidenten. Ist es das? Was sie wollen. Sie Narr, hätte er die Wahrheit über Raccoon City veröffentlicht, wären die USA weltweit isoliert und die globale Ordnung zusammengebrochen. Ein Desaster verhindern, indem sie ein anderes verursachen? Egal wie viele dabei sterben? Jemand musste ihn stoppen. Er hätte mein Land und die Welt ins Chaos gestürzt. Dieses Weib. Wie kann sie mir das antun? Warum kann man den nicht erschießen, wenn er noch klein ist? Also noch nicht verwandelt und so. Leon, Achtung! Weg hier! Hängen wir ihn ab, solange wir noch können. Verdammt sein, alle beide. Ich erledige sie mit bloßen Händen. Das glaube ich ihm gerade. Hilfe! Ich denke, aufstehen und wegrennen wäre die Option. Bist du hinter ihm? Ja. Ich schieße ihm gerade in den Hintern. Noch weiter. Man hatte viele Augen. Schau mir in die Augen, Kleines. Wo ist er hin? Aufs Dach. Okay. Pass auf mit den Dachluken. Ich gehe eher gerade auf den Boden rum, weil da nicht überall Munition. Er ist zu schnell. Wir müssen von zwei Seiten angreifen. Füße. Leon, helfen Sie mir. Ich glaube, ich komme da rauf. Alter, was machst du da? Ins Gesicht. So. Hier, komm. Ja, und jetzt zieh ich die nicht hoch. Leon, da los! Ja? Okay.
Geht nicht. Er kommt hoch. Elaine, helfen Sie mir. Ist gerade schwierig. Später vielleicht. Ich kann dir da oben... Doch, kann ich. Kann ich an ihm vorbei? Leon, na los! Okay. Ist schlechte Idee anscheinend. Lol. Elaine, ist alles okay? Hey, wir haben ihn besiegt. Ist der tot? Was mache ich denn jetzt oben? Ich hab dich heimlich hochgeholt. Leon! Leon, alles okay? Der andere Zug. Das muss Einbildung sein. Leon, weg da! Ich will zu ihm! Und er kommt zu. Fetter geworden. Ich lecke ihn ab. Wie will ich ihn denn bitte ablenken? Ich glaube nicht, dass das gut war. Nein, das war's nicht. Ja, aber wie lenke ich ihn ab? Soll ich ihn ins... Auf ihn schießen, denke ich. In Hintern schießen? Oder halt, der hat doch bestimmt irgendwo so ein paar hellere leuchtende Dinge oder so. Seine Knubbels? Ich muss nur laufen. Bitte war. Ah, super. Leon, weg da! Bis zu ihm! Und er kommt zu! Ich lenke ihn ab! Ja, super! Weißt du, da wechselt die Kamera, weißt du, und er dreht natürlich direkt um, der Blödmann. Und springt wieder drüber, ey. Super, wie soll ich denn so weiterlaufen? Ja. Ich muss ganz schnell die Waffe wechseln gleich, weil mit Pistole kann ich irgendwie voll nichts ausrichten. Ja. Leon, weg da! Er will zu ihm! Und er kommt zu! Ich lecke ihn ab! Leon, hier rüber! Wirklose Gottebrecher! Ich werde sie beide vernichten! Leon, schnell! Der hat ja mal voll den Arsch offen. Das ist vorbei. Der kann auch schießen. Hier ist überall Munition. Stirb, du! Schleimige Missgeburt! Schreddert er unseren Zug? Ja, tut er. Er hängt im Zug. Nicht gut. Falsche Taste! Elena! Sag ich doch! Mano! Mit Controller geht's ein Scheiß einfacher. Tja, man muss doch mit der Tastatur hinkriegen. Nicht schon wieder da. Bitte nicht. Nee, Robot zu. Ich meine, weil sie schon wieder mit Du Bastard angefangen hat. Ja. Hier oben ist noch ein grünes Kraut. Aber das kann ich nicht mitnehmen, scheiße. Er wird schneller. Der ist wieder bei uns. Ja, er kommt dann gleich wieder rein. Denk dran, der hat das der Erb. Ja. Ja.
überfahrt ihn. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Haben wir erwischt? Weiß ich nicht. Ich habe gerade nachgeladen in dem Moment. Ich habe gerade Ladevorgang. Ich auch. Und jetzt kommt's gleich. Ihr Partner ist gestorben. Nein! Wahrscheinlich. Hey, geh lieber. Kann man ihm jetzt nicht einfach eine Kugel in den Schädel hauen? Mehrfach bitte. Wird Stabilität zurückerlangen. Wie ein Glück, dass wir nicht gegen die Streben geknallt sind. Allerdings stand bei mir gerade Navokat das Spiel verlassen. Bei mir nicht. Okay. Bitte warten Sie. Ich habe schon eine Zwischensequenz. Ich nicht. Fähigkeitspunkte und so weiter steht bei mir. Aber jetzt steht bei mir, dass du das Spiel verlassen hast. Ja. Aufgrund eines Kommunikationsfehlers könnte die Netzwerkverbindung kommen. Hast du eine Zwischensequenz gleich? Ja. Dann lass die, wo Pia ankommst. Echo Team an HQ, bitte komm. Wir bringen die Zivilisten in Tachi in Sicherheit. Ist es vorbei? Keine Ahnung. Wir haben getan, was wir konnten. Gehen wir. Hey, Sie, ordnen Sie sich ein. Es gibt hier kein Anzeichen für eine C-Virus-Infektion. Wie sieht's bei dir aus? Warum ich bin am Pier. Du ich auch? Ich bin auch am Pier jetzt. Gut, dann war's das für diese Folge. War ein bisschen kürzer, aber soll nicht sollen sein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.